Tinnitus ist leider ein in unserer Gesellschaft immer häufiger werdendes Problem. Es gibt verschiedene Ursachen. Zum Teil gibt es sehr physische Ursachen, die damit zu tun haben, dass du vielleicht mal in der Jugend sehr viel laute Musik gehört hast, als Tontechniker an irgendwelchen Boxen gestanden hast, dass du vielleicht bei Militär, Polizei oder Bauarbeiten ein Knalltrauma erlebt hast oder aber, dass du vielleicht in deiner eustachischen Röhre, in deinem Innenohr gewisse Probleme hast, die physisch dafür sorgen, dass dein Tinnitus entsteht. Darüber hinaus hat die Wissenschaft entdeckt, dass möglicherweise Tinnitus auch mit einem Kommunikationsproblem von deinem Innenohr zu deinem Gehirn zusammenhängen kann, sodass im Prinzip, weil die kleinen Härchen, die in deinem Ohr sozusagen den Ton aufnehmen und dann weitervermitteln, weil die vielleicht mal geschädigt worden sind, kaputt sind, aber jetzt fehlerhafte Signale ans Gehirn geben, dass dadurch der Tinnitus entsteht. Du siehst, es ist ein sehr, sehr diffuses Feld und ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, weshalb es keine einzige wirklich definitiv wahre Lösungen für dieses Problem gibt. Das heißt natürlich auch bei Tinnitus solltest du erstmal mit deinem Arzt abchecken, ob nicht was wirklich Ernsthaftes vorliegt. Es könnte ja auch ein Tumor in deinem Gehirn sein. Meist ist es das zum Glück aber nicht und ganz häufig helfen sehr, sehr einfache Schritte, den Tinnitus zumindest besser zu machen und in manchen Fällen auch loszuwerden. Ich habe dir schon mal einige Videos, die ich hier oben verlinkt habe, zum Thema Tinnitus gemacht, die auch sehr, sehr, sehr gut angekommen sind, Hunderttausende von Aufrufen haben und diese Technik funktioniert sehr, sehr gut bei einem gewissen Teil der Zuseher, natürlich nicht bei allen und ich experimentiere natürlich mit meinen Klienten immer weiter für die, wo das nicht funktioniert hat, ob es noch andere Methoden gibt und diese möchte ich dir in diesem Video vorstellen, sozusagen als Alternative zu diesen Techniken. Wenn diese Techniken in dem Video nicht für dich funktionieren, dann schau dir auf jeden Fall diese Techniken in dem Video mal an, denn möglicherweise ist das für dich die Lösung, denn all diese Techniken, die wir hier machen, haben im Prinzip keine großen Nebenwirkungen. Sie kosten dich nichts und ein Versuch ist es doch wohl wert, das Problem loszuwerden. Und deswegen kommen für dich jetzt 4 einfache Übungen, um an deinem Tinnitus zu arbeiten. Übung Nummer 1. Okay, wir werden als erstes unsere Daumen nehmen und sie hier hinten an unserem Schädelrand ansetzen und dann mit einer streichenden Bewegung hier über den Schädelrand nach oben gehen. Okay? Das sieht wie folgt aus, wenn ich mich umdrehe. Daumen kommen hier an den Schädelrand. Ja, der Schädelrand läuft hier entlang und ich möchte hier im Prinzip unter diesen Rand gehen und mache jetzt hier eine Bewegung nach oben. Okay? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das Ganze nochmal schneller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diesen Vorgang wiederholst du 2-mal. Kommen wir direkt zur Übung Nummer 2. Dafür solltest du dir zunächst einmal den Hörkanal so ein bisschen sauber machen mit einem kleinen Taschentuch. Denn wenn du da ziemlich viel Ohrenschmalz oder sowas hast, dann wird es vielleicht so ein bisschen schwierig, diese Übung zu machen. Denn wir nehmen unsere Finger und greifen unser Ohr, also greifen hier in den Kanal rein, halten unser Ohr fest und machen jetzt mit unserem Ohr eine kleine ruckartige Bewegung, die sich im Prinzip nach oben und zur Seite äußert. Ja, also sozusagen ein nach oben und zur Seite, beziehungsweise, wenn es einfacher für dich ist, dann direkt ein diagonales Bewegen. Okay? Diese Bewegung ist kurz und ruckartig. Es geht nicht darum, dir das Ohr abzureißen oder sowas, sondern eine ganz kurze, kleine, ruckartige Bewegung zu machen, um den eustachischen Kanal ein bisschen zu stimulieren. Das heißt, ich gehe jetzt hier rein, ich kann dir ins Ohr reinfassen, ich kann nur das Ohr nehmen. Manche Menschen machen das ganz gerne. Hier unten an den Ohrläppchen machen dieselbe Bewegung. Das kannst du dir aussuchen, wie es für dich komfortabler ist, wie deine Ohren es sozusagen zulassen. Das heißt, ich halte jetzt mein Ohr hier in der Position und ziehe 10-mal. Von hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und das Ganze nochmal schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn du diese Übung machst, auch 2-mal diesen Durchgang, also 10-mal langsam, 10-mal schnell, mal 2, dann kann es sein, dass du während der Übung mal in deinem Innenohr so ein kleines Knacken hörst oder sowas. Das ist dann ein bisschen, wo der Druck sich wieder ausgleicht. Oder dass auf einmal so ein bisschen Abfluss von Sekret in deiner Nase passiert. Das ist genau das, was wir haben wollen. Das wäre genau richtig. Nummer 3. In dieser Übung möchten wir eher den äußeren Bereich des Ohrs stimulieren und vielleicht kennst du die Übung auch aus dem anderen Video. Dafür nehmen wir unsere Daumen, stecken die Daumen in unser Ohr hinein, natürlich nicht unglaublich tief, aber schon so, dass ich, wenn ich jetzt rede, so einen gedämpften Ton habe. Und auch hier ziehe ich jetzt meinen Daumen wieder 10-mal raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, mach das Ganze nochmal 10-mal schneller. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 und 10. Okay, auch hier wieder zweimal wiederholen diesen Durchgang. Bitte ramm dir den Daumen natürlich nicht bis ins Kleinhirn rein oder sowas, sondern schau, dass du so ein bisschen, ja, wie so einen kleinen Druck aufbaust, rausziehst, sodass du auch immer so ein kleines poppendes Geräusch gehörst und dann machst du die Übung genau richtig. Okay, Übung Nummer 4. In dieser Übung möchten wir den Ansatz des Sternocleidomastoideus stimulieren, denn auch diese Struktur, dieser Muskel kann manchmal dazu führen, dass Tinnitus entsteht oder sich verstärkt oder die Situation rund um Tinnitus sich etwas verschlechtert. Der Ansatz befindet sich hier, wenn du deinen Kopf ein bisschen drehst, ja, den Kopfwender drehst, dann hast du hier den Sternocleidomastoideus, der geht bis hier hoch an den Fortsatz. Hier hast du so einen kleinen Knubbel für die Nichtmediziner und der ist im Prinzip unser Ziel hier direkt hinterm Ohr. Das heißt, wir legen unsere Hände hier an, ein bisschen wie ein Handkantenschlag und arbeiten jetzt mit diesem Bereich und halten unsere Hände hier hinten zusammen und geben dem Ganzen jetzt hier einen kurzen Impuls. Ja, auch hier 10-mal langsam. 6, 7, 8, 9, 10. Wenn ich mich nicht verzählt habe, machen wir nochmal 2 hinterher. Okay. Das war jetzt langsam und dann machen wir das Ganze nochmal schnell von hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, auch das zweimal wiederholen und du wirst merken, dass auch hier die ganze Durchblutung sich verbessert und du möglicherweise nach der Übung eine deutliche Verringerung des Tinnitus hast. Diesen Ablauf kannst du 2-3 Mal am Tag durchmachen, dauert ja nicht wirklich lange und schau mal, wie es sich für dich entwickelt. Möglicherweise wirst du eine deutliche Reduktion des Tinnitus bei dir erleben. Möglicherweise wirst du ja besser hören können. Das kann auch mal passieren, wenn du vorher sehr viel Druck auf deinem Hörkanal hattest. Und wenn diese Übung gar nicht für dich funktioniert oder im weitesten Sinne irgendwelche Schmerzen hervorruft, dann lässt du die Übung natürlich komplett sein. Natürlich solltest du im Hinterkopf behalten, dass wenn du zu den am Anfang genannten Gruppen gehörst, dass möglicherweise diese Übungen für dich relativ wenige Auswirkungen haben. Aber wie gesagt, diese Übungen haben schon bei Menschen funktioniert. Warum solltest du keiner von diesen Menschen sein? Wenn dir dieses Video gefallen hat und vor allem, wenn diese Übungen dir geholfen haben, dann teile das Video doch mit deinen Freunden, lass ein Abo für diesen Kanal da und vielleicht magst du auch etwas unten in die Kommentare schreiben, wenn es für dich funktioniert hat. Das würde mich sehr freuen, hilft auch immer anderen Menschen, die dieses Video sich angucken, die wie bei den anderen Videos ja schon hunderte positiver Kommentare haben. Leider glauben viele Menschen dann, ich hätte so viel Geld, dass ich mir diese Kommentare kaufen würde. Aber es hilft natürlich anderen Menschen, wenn sie dein positives Feedback zu dieser Übung in den Kommentaren lesen. In diesem Sinne, ich freue mich, dich in einem der anderen Videos wiederzusehen. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und ja, wir sehen uns in den nächsten Videos. Dein Dirk. Ciao.